motif, tout nous nous rassembler, nous tout nous avons trouvé, qui moyen nous pour commencer. Il y en a qui péanisaient, mais il y en a beaucoup qui pleuraient. Mais moi, moi, je m'imagine, si ça va vous détruire, nous beauté. Vous avez dit, nous tout nous nous rassembler. Wir haben die Lupina wieder getroffen und gleich nehmen sie uns mit an Land. Big Taxi for the Cape. Kaum an Land geht's gleich in den nächsten Shoppingladen und das sind hier Perlenmuschelschalen, herrlich verziert. Guckt euch das mal an. Haufenweise Perlen, die hier gezüchtet werden. Hier von den Gambier Islands. Das ist hier der Hauptort Rikitea. Es ist einfach herrlich. So etwas. So eine Ruhe, so schön aufgeräumt, das findet man nur hier. Das ist die Kathedrale. Die Geschichte dazu werde ich euch noch erzählen. Sie ist schrecklich. Das Innere der Kirche, oder eine Kathedrale ist es sogar, ist riesig. Soll Platz für 1200 Leute bieten, aber ich glaube, hier leben momentan nur 600. Wir sind jetzt hier bei Tito Yacht Service und heute wird Brot gebacken. Handmade Brot. Hier kann man sehr schön sitzen. Es gibt auch Wi-Fi. Und da vorne sieht man den Ofen, wo das Brot drinnen gebacken wird. Wir haben eins bestellt. Wir werden dann mal berichten, wie das schmeckt. Der Transocean-Stützpunktleiter Fritz hier auf den Gambierinseln hat sich sehr über unseren Besuch gefreut. Leider funktioniert unsere Anker-Winch-Fernbedienung nicht mehr. Man sieht das hier schon an dem Knopf, da gibt es schon immer Probleme. Und das Problem ist, dass hier dieser Gumminippel ein bisschen schief ist und auch irgendwie zu kurz. Da werde ich jetzt mal ein neues Gummi draufkleben, in der Hoffnung, dass er dann vernünftig da drauf drückt. Leider sind alle Schlüssel von unserem alten Schloss hier für die Limelight abgebrochen. Jetzt versuche ich das irgendwie mit einem anderen Schloss zu kombinieren, also sprich aus zwei mach eins, damit wir auch unser Schiff wieder abschließen können. Das bekomme ich leider nicht hin, weil hier die Schließzylinder ganz anders aufgebaut sind. Ich habe gedacht, ich tausche die einfach, aber das funktioniert nicht. Wie gut, dass wir in Französisch-Polynesien sind und es hier keine Verbrecher gibt. Somit brauchen wir auch in nächster Zukunft die Limelight nicht abzuschließen. Und haben Zeit, uns irgendwo ein Schloss zu kaufen. Währenddessen ist die Weihnachtsbäckerin in ihrem Element. Wir haben nämlich noch so viele Limetten und deswegen gibt es einen Limettenkuchen. Kokos. Limetten. Sehr gut. Dann gibt es wirklich jemanden, der hier sich einen Garten angelegt hat und das hier auch an die Segler verkauft. Sehr schöner Garten.
Da wird das erstmal alles begutachtet, dass auch gute Qualität ist. Gemeinsam mit der Lupina fahren wir nach Taramay. Sie fahren vor, weil sie diese ganzen Strecken schon kennen und schon einmal abgefahren sind. Bisschen mieses Wetter, leichter Regen, aber das wird nachher noch aufreißen. Bei der Einfahrt nach Taramay muss man ziemlich aufpassen. Rechts und links ist alles gespickt mit Korallenköpfen. Deswegen muss die Annette da vorne Ausguck halten. Es ist nicht so einfach, weil das Wetter schlecht ist. Und natürlich, zum Ankern fängt es an zu regnen. Das ist Taramay. Und auch dort gibt es eine riesige Kirche. Es gibt auf der Lupina heute Eiswürfel. Eiswürfel? Im Gin Tonic. Im Gin Tonic. Oh, ist der Hammer. Und natürlich ein eiskaltes Bier. Jawohl. Und was es auch drauf kommt, das habt ihr letztes Mal bei uns auch gemacht. Da oben oder da unten, weiß nicht, wo man das macht, da auf oben. YouTube, da ja. Oben auf YouTube, ja. Segeljacht Lupina. Genau, jawohl, sehr schön. Ja, ihr glaubt's nicht, es ist 5.30 Uhr morgens und wir gehen jetzt Fußball gucken. Da kommt auch schon die Lupina angefahren, also die Kuh der Lupina, Pia und Tobi. Und da drüben wollen wir jetzt Fußball schauen gehen. Already, yeah. You get married. Ah. The other side means you're free. You're looking for. Ah, ah no, no looking for. Was eine herzliche Begrüßung. Ja, da kommt noch eine französische Crew. But now, okay. Und das ist hier deren Reich. Einen kleinen Garten, ein kleines Häuschen. Und hier gibt es Samstag und Sonntag auch öfter mal ein Volleyballspiel, wenn genügend Yachten da sind. Aber jetzt den ganzen Sommer über waren nur zwei Yachten hier. Es gibt hier auch noch unser Frühstück. Es steht 2-2. Frankreich, Argentinien. Die Spannung steigt. Es scheint in die Verlängerung zu gehen. Bei der 114. Spielminute kommt ein Regenschauer und leider ist das Signal weg. Da ist es wieder. Das gibt's nicht, ey. Oh nein! Kein Signal! Kein Signal! Kein Signal da! Oh nein, das ist kein Signal! Wir suchen den Elfmeter nicht! So, aber das Hausschwein kann das hier nicht beeindrucken. Ah.
Et puis je t'en prie. Non, il est à côté, il est à côté. Ah, c'est un billet rouge, là. Oh. Drei Minuten Nachspielzeit. Ist das ein Bild. Spannenden Fußballmatch machen wir jetzt eine kleine Inselbesichtigung hier rechts mit der Riesenkirche für die vier Leute, die hier nur noch wohnen. Am 19. Dezember haben wir Tarawai verlassen und wir segeln jetzt durch die Lagune nach Kouakou zu unserem ersten Motu. Wir navigieren einmal mit unseren Navionics-Karten hier auf dem Plotter und mit OpenCPN auf dem Laptop. Dort haben wir die Tracks von der Pitufa und auch vom Köbi und Pia von der Lupina, denen wir folgen können. Die Lupina fährt vor, sie ist die ganzen Strecken hier schon abgefahren und somit kann uns gar nichts passieren. Da ist das Motu schon zu sehen. Das ist fast am Außenriff ein kleiner Sandhügel. Momentan ist es noch ziemlich unruhig, das Wasser, aber wir hoffen, dass es dahinter wie in Abrahams Schoß ist. Es ist ein bisschen tricky mit dem Ankern, weil hier nur ein paar kleine Sandfelder sind und dann kommen wieder Korallentürme. Aufgrund dessen wollen wir versuchen, die Kette mit verschiedenen Bojen oben zu halten, sodass die nicht mit den Korallen in Berührung kommen. Wir sind angekommen! Da liegt ein herrlicher Sandmotu. Hey, voll die Koralle. Ich würde sagen, in 3 Meter Tiefe. Oh. Koralle heute aus. Dürfen wir nicht so dolle schlagen, sagst du. Hm. Da ist er ein bisschen weiter nach vorne. Michael, der Spanner, was bitte guckst du? Also erstens mahle ich hier schon seit 2 Stunden Mehl. 2 Stunden, okay. Reis-Haferflockenmehl. Und zweitens gucke ich da, was die da abonniert haben. So, jetzt ist die Annette dran mit Mahlen. Erster Landgang. Hier vor uns stehen Lupina und die Limelight. Das Wasser sieht herrlich aus. Ja, die Insel erforschen.
hier an der Palme sind diese großen Früchte, die haben wir auch schon irgendwo auf dem Markt liegen sehen. Wir wissen aber nicht, was das ist. Wenn das jemand weiß, bitte mal in den Kommentar schreiben. Die Vögel, die legen ihre Eier direkt auf den Baumstamm. Also die bauen kein Nest, nichts, sondern direkt auf dem Baumstamm. Irre. Und tatsächlich, da liegt ein Ei direkt auf dem Baumstamm. Na, guck mal da, da habe ich sogar ein junges gesehen. Das ist da in dieser Aschgabel groß geworden. Ach, ist das niedlich. Na? Ein Star vor Schreck. Okay, dann lasse ich dich in Ruhe. Schon wieder ein Ei. Und das mitten auf so einem Baumstamm. Das gibt's ja nicht. Ja, die wollen mich hier wegscheuchen. Von mir ein Nest an. Und auch hier, weit ab von der Zivilisation, Müll. Das ist jetzt ein altes Fischernetz wahrscheinlich. Einfach abgeschnitten wurde. Also bitte, liebe Politiker, liebe Menschen, überlegt euch was, produziert nicht so viel Plastikmüll. Es gibt seit langem mal wieder ein Lagerfeuer am Strand. Und das hier in dieser traumhaften Umgebung. Und heute lernen wir mal, wie macht man Feuer in der Schweiz. Das Feuer brennt. Die Brote werden schon vorbereitet. Aber bitte darauf achten, dass alle auch das gleiche Gewicht haben, ja? Schaffen wir nicht. Schade. Zu spät. So ein bisschen Sand mit reinreiben. Genau. Es gibt sogar noch Hähnchenbrüstchen. In Chilisauce. Wir haben heute ein Mehrgänge-Menü. Erst Brot, jetzt zwei verschiedene Sorten von Salat. Zwischendurch immer. Das ist Couscous. Ah, okay. Und Mohrrüben. Ach nee, Krautsalat. Ah. Oh, oh. Wir haben den Strand ein bisschen aufgeräumt und ja, wir sind der Meinung, wir verbrennen es lieber, bevor es hier irgendwo auf der Insel liegen bleibt. Deswegen verbrennen wir da jetzt auch gerade Plastik.
22. Dezember. Wir segeln zurück nach Rikitea. Die Annette ist im Ausguck. Es gibt so die einen oder anderen Korallenbänke. Aber sie hat das voll im Griff. Annette, wie ist es so da vorne? Schön warm. Da segelt die Lupina. Die muss irgendwie einen anderen Track haben. Also wir folgen einem Track von der Pitufa. Und hoffen, dass die genau ist wie die Pitufa-Kacke wie wir. Herrliches Segeln. Keine Welle, 10 Knoten Wind, 4 Knoten Speed. So muss das sein. Vom Atoll Kauaku segeln wir jetzt mit der Limelight nach Rikitea. Schönes Wetter, nur wenig Wind, wenig Fahrt.